Ja, das Schwimmen mit Paddles soll ja durch die Vergrößerung der Antriebsfläche dazu führen, dass man die schwimmspezifische Muskulatur kräftigt. Ganz häufig tritt aber das Gegenteil ein, nämlich dann, wenn man kräftemäßig keinen optimalen Zug mehr durchführen kann, unsauber wird und dem Druck aus dem Wege geht. In der Kombination mit den Rev-Paddles und der Stabilisierung des Handgelenks wird genau dieser Fehler umgangen. Die Bewegung wird geführt, die schwimmspezifische Muskulatur direkt angesteuert und im Endeffekt macht man genau das, was man tun will, nämlich optimal trainieren. Also, versucht es mal mit dieser Kombination. Ihr werdet sehen, spürt man gleich genau an der richtigen Stelle und man wird einfach schneller. Viel Spaß dabei!